Als Oberbürgermeister dieser wunderschönen Stadt Heidelberg, mein Name ist Eckhard Würzner, ist es für uns natürlich eine tolle Perspektive gewesen, hier in Heidelberg einen neuen Stadtteil, einen zukunftsorientierten Stadtteil auf den Weg zu bringen. Also die Bahnstadt sollte natürlich genau das leben, was wir in Zukunft auch in Heidelberg noch stärker entwickeln wollen, die Stadt der Wissenschaft und Forschung. Und ich glaube, so wie uns das Quartier jetzt gelungen ist, ist das ein Beispiel nachhaltigen, neuen, innovativen Bauens. Insofern bot sich die Fläche der Bahnstadt sehr gut an, eine Nachnutzung einer ehemaligen Bahnfläche, eine Situation zu nutzen für eine Stadtentwicklung, die sehr gut im Stadtgrundriss eigentlich schon liegt, sehr gut an den Hauptbahnhof angebunden ist und auch so einen Link zwischen den angrenzenden Stadtteilen herstellen kann. Aber ganz wichtig war auch wirklich hier, Freiräume anzubieten für die Bewohner und für die Leute, die hier arbeiten sollen, die attraktiv sind und den Stadtteil einfach lebenswert machen. Wir waren hier von Anfang an mit der Stadt Heidelberg eingebunden. Wir hatten natürlich auch die Aufgabe, neben dem innovativen Versorgungskonzept mit Wärme auch ein ganz modernes Beleuchtungskonzept uns zu überlegen. Mit der Firma Schredder haben wir auch einen Anbieter gefunden, der alle Anforderungen erfüllen konnte, die wir gestellt haben. Das waren zum einen die technischen Anforderungen, das war das Design der Leuchte und es waren die ökologischen Gesichtspunkte, das heißt, wie lange hält die Beleuchtung und wie intensiv ist die Betreuung der Leuchte während dem Betrieb. Und die Lösung von Schredder war die Lösung, die uns am meisten überzeugt hat. Wir haben dann festgestellt, dass wir intelligente Beleuchtung am Markt haben und dass wir die für diesen Stadtteil als innovativ betrachten und dass wir hier die Beleuchtung 2.0 einsetzen wollen. Dass wir eben mit intelligenter Beleuchtung individuelles Licht und bedarfsgerechtes Licht machen können. Also die größte Herausforderung sind unter anderem die verschiedenen Anforderungen an die Straßen. Dass wir eben alle Szenen haben, von Spielstraße über 30er-Zone bis 50-Kilometer-Zone, einmal quer, was halt so ein Stadtteil bietet. Und dass wir dann noch die ganz besonderen Flächen haben, nämlich die Ausgleichsflächen, wo dann eben die Eidechsen umgesiedelt wurden, Falter und so weiter. Ein ganz sensibler Bereich ist, den wir nicht mit zu viel Licht kaputt machen dürfen. Wir haben da drüben einen Radweg auf diesen Ausgleichsflächen geschaffen, der 3,5 Kilometer lang ist. Und da war eben die Herausforderung, das Licht wirklich sparsam einzusetzen. Und da haben wir uns für ein System entschieden, das ist das intelligente Licht. Das heißt, das vorauslaufende Licht, der Fahrradfahrer kommt, wird erfasst. Die nächsten zwei Leuchten fahren hoch auf 100%. Und nachdem er dann ein Weilchen aus dem ersten Sensor draußen ist, dimmt das Licht wieder runter auf 30%. Das Highlight dieses Beleuchtungskonzepts ist eben dieses Telemanagement-System. Wir können Energiereporting machen. Wir können Reporting machen für Ausfälle, partielle Ausfälle, einzelne Leuchten, Treiber, kriegen wir alles gemeldet vom System. Das heißt, ich kann auch den Störeinsatz koordiniert ablaufen lassen. Ich kann die Anlage jederzeit nachregeln, dass wir hier völlig flexibel sind und auch in 5, 6 Jahren jederzeit nachrüsten können und die Lichtszenen immer gleichmäßig gestalten können. Die Bahnstadt ist für mich Beleuchtung 2.0. Wenn ich es auf 3 Schlagworte reduzieren würde, nachhaltig, urban, lebenswert und wenn ich noch was 4. nennen darf, ein tolles Projekt, an dem es Spaß macht, mitzumachen. Die Bahnstadt ist für mich modern, energiesparend und lebenswert. Also die Bahnstadt ist für mich international, sie ist zukunftsorientiert und sie ist auch ein sehr sozialer Stadtteil.